Hallo Kitchens, hier ist wieder Joe und JD und heute wieder mit einem neuen alten Spielzeug. Genau. Ja. Und zwar mit den Biker Mice from Mars. Sieht man eh schon hier aufgebaut. Wir fangen auch mal mit den Figuren an. Natürlich fangen wir mit dem Chef der ganzen Truppe an, Rico. Rico? Ja, im Deutschen Rico, im Englischen hat er einen anderen Namen. Okay. Den ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht weiß. Kennt's nur auf Deutsch. Serie kam, die US-Ausstrahlung war 1993, bei uns deutschsprachig erst ein Jahr später. Eh relativ eigentlich schnell. Ja, schnell hintereinander. Zu den Figuren, wir gehen mal eher auf die Figuren ein. Zu den Figuren, sind relativ massive, also für damalige Zeit war das eher gang und gäbe, dass die massiver sind. Köpfe sind eher weicher. Probier's aus. Ah ja. Normalerweise bist du eigentlich gewohnt, dass die auch eigentlich aus so einem Plastik sind. Cool. Genau. Genauso die Antennen. Ich kann einfach drücken. Ja. Okay. Gut, hat den Vorteil gehabt, dass sie nicht so leicht. Nicht nur das, weil es sind ja Biker meist vom Mars. Und beim Spielzeug hat es den Vorteil gehabt, weil die Helme für die Bikes aufsetzbar waren. Und dadurch natürlich auch die Helme haben super gehalten, also sind relativ cool. Sie sind cool. Leicht runtergegangen, haben aber gut gehalten. Zum Bewegungssinn, sie sind voll beweglich. Bis auf der Oberkörper drehbar. Sind sie eigentlich komplett beweglich, Beine, Gelenke. Ja gut, du musstest sie ja auch aufs Motorrad draufsetzen. Genau. Oder nehmen. Ja. Motorräder und das Ganze können wir dann mal in einem anderen Video nochmal zusätzlich machen. Weil hast du noch was. Sehr gut. Also das war jetzt einmal Rico. Genau. Ja. Und der allgemeine Erklärung mal, es ist wie sie Chef. Sich bewegen. Genau, das ist der Chef. Dann Winnie, das war ist mein absoluter Favorit gewesen, der Draufgänger, der und einfach weil das Bike von ihm wesentlich cooler ausgeschaut hat. Okay. Er, wie man sieht, hat er so einen Chopper. Ja. Ich glaube, er hat mehr ein Sport. Es ging mehr in Richtung Sportbike, aber eher futuristisch und richtig cool gemacht. Ah. Das werden wir auch noch dann zeigen. Und dann haben wir da. Mach mal. Modo, der haut drauf, der Muskelmann mit dem bionischen Arm. Okay. Wird in der Staffel dann irgendwann mal erklärt, warum er den Arm hat, weshalb und dem Ganzen. Was auch cool ist, ist nämlich, er hat nämlich die Waffe im Arm drin. Daran kann ich mich nämlich auch damals erinnern. Ist hier halt zum Aufklappen. Ja. Was bei ihm, bei den Spielfiguren meistens leider immer passiert ist, ist nämlich genau, dass die Waffe dann da rausgeflogen ist. Also die. Also ist ausgebrochen. Zum Aufmachen, es ist ausgebrochen. Weniger ausgebrochen, es ist rausgefallen durch die Nutzung. Es ist nicht gebrochen. Ah. Man konnte es immer wieder reingeben. Es war nur schwer zu finden, wenn es mal weg ist. Ja. Das ist bei ihm halt wirklich die größere Gefahr gewesen. Den haben wir sogar da in doppelter Ausführung. Genau. Ich habe zum Beispiel sogar noch zwei der Bösewichte dann zu Hause. Aha. Das ist. Die werden wir dann auch noch vorstellen. Wir haben hier dann noch einmal Winnie im Basketball-Outfit. Gab es wie bei jeder anderen Figur dann unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn wir uns erinnern an die Turtles-Figuren, eben. Da habt ihr auch einmal ein Video gesehen davon, Turtles-Figuren als Party-Figuren, als Samurai, eben wegen der Anlehnung an den Film. Hat es natürlich bei Biker Mice genauso gegeben. Genau, an Modo eben Camouflage-Outfit mit Punch-Funktionen. Ja, aber die Figur, man sieht, die hat auch schon ein bisschen gelitten. Ja, leider. Der Kopf. Also wir haben sie günstig bekommen, um wenigstens da was zeigen zu können. Ja, und da haben wir, glaube ich, da haben wir es jetzt. Genau, da, ja, da ist es. Ich meine, ihr könnt das vielleicht dann in der Nahaufnahme sehen, eben, dass da das weg ist. Aber wie man es dann nämlich in der Nahaufnahme auch sieht, es bricht nicht aus, es ist einfach nur es zum Reindrücken aus, und aus, ja. Damit hat sich die Sache und durch die Nutzung führt das Ding einfach mal runter und ist
verschwunden. Mhm. Dann haben wir auch nochmal Modo im Football Outfit. Ja, nicht Fußball, Football. Mhm. Zu den anderen zwei. Das sind fixe Figuren. Das sind fixe Figuren, fixe Bikes mit Figur, wo leider dann schon das Visier auch fehlt. Naja. Das ist nämlich auch ein, so was da jedenfalls bei denen immer war, aber es beweglich war das Visier. Mhm. Ich persönlich hatte die nicht. Ich habe mich wirklich konzentriert auf die drei Originale, damit ich das Set habe, weil die waren damals relativ schnell vergriffen, als die als Serie rausgekommen sind und als Spielzeug war das nicht gerade leicht. Und die Funktion, weil die sind eigentlich mit Batterie betrieben, nur leider funktioniert da das anscheinend nicht mehr oder die Batterie ist leer. Müsste man mal nachschauen. Wir haben es nicht ausprobiert, nicht nachgeschaut, aber die kamen danach, gab es dann nämlich glaube ich auch alle drei mit Bike fix, da gab es dann noch relativ mehr, da gab es dann noch Zusatzsachen. Ja, da gibt es auch viel mehr dann noch. Ich glaube, gab es da auch was mit Schleim eben, genauso wie bei den Turtles oder irgend sowas? Nein, das nicht. Nein. Doch, es gab glaube ich einen Schleim, das ist eine dieser Müll Typ von dem Bösen, der dann mit einem Mülleimer und glaube ich voller Schleim dann drin war, ja, das gab's. Ich zum Beispiel habe eher noch den Chef mit dem Fischgesicht und die Maske. Ja. Ja, das spielt sich alles auf der Erde ab. Das Lieblingsessen von denen ist ja auch die Parallele zu den Turtles und so weiter in der Richtung ist echt groß. Meinst du zu Sharks und so weiter? Genau, wenn man es jetzt vom Essenstechnischen her nimmt. Okay. Die Turtles waren vier Leute, also vier Turtles, hatten Pizza. Ja. Die Street Sharks, die wir ja schon mal gezeigt haben, waren vier Brüder. Ja. Lieblingsessen Burger. Okay. Biker Mice from Mars sind zu dritt. Ja. Lieblingsessen Hot Dogs. Gut. Ich verbinde das jetzt, ich assoziiere das Ganze jetzt einmal kurz einmal. Kann das sein, dass das vielleicht ein bisschen in Kooperation mit gewissen Franchise-Ketten war? Ich glaube vielleicht weniger Kooperation. Es ist glaube ich damals eher so gang und gäbe, dass man denen vielleicht eher sowas Erkennungswertes, die essen das gern, Kinder essen das gern. Was zusammengemischt hat. Nicht bei den Turtles, bei denen war das eher spontan. Das war aber dann eher so eine Animation, eher ungesundes zu essen. Und ich muss sagen, die Turtles waren in New York. New York war berühmt für die New Yorker Pizza. Gut, okay. Bis jetzt noch immer. Die Biker Mice from Mars sind in Chicago. Okay. Potter. Okay. Ja, genau. Und die Street Sharks waren so oder so in komplett Amerika unterwegs. Also ja, gut, könnte man jetzt ausdenken. Da kann man sich ausdenken, was man möchte. Und da gibt es sicherlich was. Cool GD, ja. Also auf jeden Fall ein Flashback wieder mal in die Vergangenheit rein, eben auf die Biker Mice from Mars. Hat jeder sicherlich irgendwann einmal irgendwie schon gesehen, ich auf jeden Fall. Aber es ist Ewigkeiten her. Und um das Ganze jetzt dann noch ein bisschen aufzufrischen, kriegt ihr mal das Intro jetzt am Ende des Videos jetzt nochmal zum Sehen. Wir verabschieden uns jetzt aber wieder für das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Falls ihr irgendeinen Wunsch habt, einfach in die Kommentare schreiben oder auf unserer Facebook-Seite Old Kids. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann einfach ein Abo drauf, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt. In dem Sinne, wir wünschen euch was, gell? Ciao! Ciao.